Hallo 01 Bauer. Da Fragen aufkamen, wie aufwendig der Umbau auf digital ist und ob die Lok in Serienausführung überhaupt auf einem stromführenden Gleis betrieben werden kann, möchte ich euch in diesem Video kurz zeigen, was ich umgebaut habe. Beginnen wir mit der Frage, ob die Lok auf stromführenden Gleisen betrieben werden kann. Ein Blick aufs Messgerät zeigt uns, am Gleis liegen 21 Volt Digitalspannung an. Die Lok ist weitgehend original nach Anleitung aufgebaut. Allerdings sind die Vor- und Nachlaufachsen noch die ursprünglichen aus Kunststoff. Aber auch mit den Metallachsen würde kein Kurzschluss entstehen. Um den Verschleiß der Räder zu minimieren und die Stromabnahme zu verbessern, sollten bei einem planmäßigen Anlageneinsatz Edelstahlradreifen aufgezogen werden. Diese können dann voll isoliert werden, und die Gefahr eines möglichen Kurzschlusses durch Verschleiß ist vom Tisch. Da der Großteil der 01-Bauer wohl nicht die Möglichkeit hat, die Lok auf einer Anlage fahren zu lassen, sondern nur ein paar Meter hin und her pendeln kann, reichen die Serienräder bei Akkubetrieb vollkommen aus. Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, der Stromabnahme. Im aktuellen Testaufbau wird der Strom über Federkontakte von oben abgenommen. Das ist natürlich erst nur provisorisch. Am Ende werden diese Kontakte in den Rahmen eingebaut. Der Antrieb erfolgt aktuell mit dem serienmäßigen Getriebe auf die Vorderachse. Im hinteren Getriebe befindet sich nichts. Gesteuert wird der Antrieb über einen ESU LOXANT 5XL Decoder, welcher auf eine Motorausgangsspannung von 7 Volt eingestellt ist. Es ist also relativ einfach, die Lok auf Digitalbetrieb umzurüsten. Für einen Anlagenbetrieb sollten aber die Räder neue Radreifen bekommen und der Antrieb überarbeitet werden. Das werde ich auch noch machen, zusammen mit gefederten Achsen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und wenn ihr den ersten Fahrtest noch nicht gesehen habt, könnt ihr ihn hier anschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie doch in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.